Hallo, ich bin der Hans, 31 Jahre alt, bin in Dresden geboren, in Sachsen und ja, bin jetzt im öffentlichen Dienst tätig, Freimaurer seit 8 Jahren mittlerweile, wurde am 20. Februar 2013 aufgenommen in Dresden in der Loge zum Goldenen Apfel und bin immer noch sehr gerne dabei. Ja, ich denke, so mit 13 Jahren hatte ich den ersten Kontakt mit Freimaurerei. Ich habe mich damals mit Verschwörungstheorien beschäftigt, was ja jetzt aktuell auch wieder sehr angesagt ist. Da kommt man an Freimaurern und Illuminaten nicht vorbei. Und ja, habe mich dann 2, 3 Jahre aus kritischer Sicht, verschwörungstheoretisch kritischer Sicht damit beschäftigt. Habe dann aber auch mit wachsendem Bildungsstand vielleicht das ein oder andere wiederum hinterfragt. Und habe dann im Alter von 17 Jahren das Buch von Luigi Ranieri in die Hand bekommen, Die Loge. Und habe das ja mit viel Begeisterung gelesen, habe mich in jedem Punkt, der da drin steht, wiedergefunden. Und das war das erste Buch, was ich positiv über Freimaurerei gelesen habe. Und ja, seitdem ich das gelesen habe, habe ich eine positive Einstellung, habe Gästeabende besucht und so ging alles seinen Gang. Ich würde das unterscheiden in indirekte Berührung und direkte Berührung. Die indirekte Berührung hatte ich schon 2003, 2004 im Alter von 13, 14 Jahren in Rumänien. Da habe ich gelebt mit meinen Eltern und bin da auf eine Schule gegangen, die nach einem Freimaurer benannt war oder immer noch ist. Das Samuel von Bruckenthal Lyzeum in Hermannstadt, Sibiu. Und da kommt man an dem Thema auch nicht vorbei, denn er war aktiver, bekennender Freimaurer damals im 18. Jahrhundert, hat dort sehr viel bewegt. Das große Museum ist noch nach ihm benannt, neben der Schule. Und die ganze Region weiß, wer Bruckenthal ist. Und da gibt es ein gutes Buch von der Lisa Fischer aus Wien, glaube ich, kommt sie. Und da wird sein Leben biografisch nachgezeichnet und da spielt Freimaurerei eine große Rolle. Das war so der indirekte Kontakt mit dem Thema und direkter Kontakt dann über Gästeabende. In Dresden damals im Kulturpalast gab es die Vorträge von Professor Höhmann. Dort bin ich damals im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal gewesen. Und ja, viele der Brüder, die ich damals zum ersten Mal gesehen habe, habe ich noch heute als Brüder. Ich denke, das Faszinierende für mich sind, ja, man kann es nicht in ein Wort fassen. Es sind viele verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Ich sag mal, die Weltbruderkette. Man hat Brüder in fast jedem Land auf der Welt. Ich merke das mittlerweile, habe ich auch mehrere ausländische Logen besucht. Man wird überall herzlich willkommen geheißen. Man lernt die Kultur, die Gepflogenheiten gut kennen dadurch. Dieser Aspekt des Sozialen ist sehr wichtig. Dann aber auch das Intellektuelle, das eben durch die Vorträge, die wir in den Logen hören und diskutieren im Anschluss, auch immer wieder sich weiterentwickelt auf geistiger Ebene, neue Impulse bekommt. Und ja, nicht zu unterschätzen auch der mystische Aspekt, dass man emotional, sag ich mal, sich weiterentwickeln kann. Ja, das finde ich gut. Tatsächlich hatte ich auch schon die Gelegenheit, im Völkerschlachtdenkmal Tempelarbeiten mitzuerleben, sowohl die berühmte Buchloge von der Minerva-Loge als auch die Gedenkarbeit an Clemens Thieme. Und die findet ja immer im November statt. Ja, das waren tolle Arbeiten, sehr besonderer Ort, sehr eindrucksvoll. Viele Brüder kommen dann immer zusammen aus verschiedenen Logen. Normalerweise machen wir die Rituale maßgeblich innerhalb der eigenen Loge, sodass Gäste nicht typisch sind. Hier sind Gäste ganz normal und man trifft viele Brüder von außerhalb wieder, die man lange nicht gesehen hat. Insofern denkwürdige Arbeiten an einem besonderen Ort. Ich finde ja grundsätzlich beim Wort Denkmal die Bedeutung Denken und Denkmal drüber nach immer ganz interessant. Es ist ein eindrucksvolles Monument, was dazu anhält, über Frieden und natürlich auch über Krieg und seine Folgen nachzudenken. Für mich ist es immer beeindruckend, im Ritual zu sehen, ohne da jetzt Geheimnisse zu verraten, dass das letzte Wort im Ritual Frieden ist. Und das ist so ein Auftrag, den wir ganz besonders als Freimaurer mit in die Welt nehmen sollten. Und ja, ich sehe das für mich so,
dass Frieden natürlich im Kleinen geschaffen werden will, in der Familie, im Freundeskreis, in der Firma, auf Arbeit, überall, wo man eben tätig ist und mit Leuten zu tun hat. Und nur wenn es da gelingt, kann es auch im Großen und Ganzen gelingen. Und es gibt viele Beispiele von Freimaurern, die auch friedenstechnisch aktiv waren. Gustav Stresemann mit seinem Kollegen Briand aus Frankreich, die den Völkerbund geschlossen haben. Und ja, viele andere Beispiele von Brüdern, die sich für Frieden engagiert haben auf großer Ebene. Aber das nützt alles nichts, wenn wir es auf kleiner Ebene nicht schaffen. Ja, die Tempelritter und die Freimaurer, das hört man oft im Zusammenhang. Und tatsächlich haben beide auch die Geschichte geprägt, sich gegenseitig befruchtet. Wobei die Templer natürlich offiziell zumindest früher da waren als die Freimaurer. Und was ich da spannend finde, ist eben auch die Kontroverse. Es ist ein Fakt, dass beide Organisationen existiert haben und die Freimaurer zumindest auch offiziell heute noch existieren. Es gibt auch diverse Templerbünde, die offiziell existieren. Spannend ist die Frage, woher kommen die Freimaurer und haben die Templer vielleicht was damit zu tun, dass es die Freimaurer heute überhaupt so gibt, wie wir sie kennen? Und da gibt es ganz verschiedene Ansichten. Ich bin tatsächlich auch einer der Freunde zumindest der Theorie, dass die Freimaurer von den Tempelrittern her sich entwickelt haben. Bekanntermaßen ist der Orden in Frankreich verboten worden und musste dann in den Untergrund gehen. Es gab um die 20.000 Templer, um jetzt mal eine grobe Zahl zu sagen, die damals 1307 existierten, und bei weitem nicht alle wurden gefangen genommen. Es ist offiziell bekannt, dass der Christusorden in Portugal eine Nachfolgeorganisation ist. Es ist offiziell bekannt, dass in Schottland unter König David I. Ein Schutzpatronat in dem Sinne bestanden hat, sodass also über 1307 hinaus die Templer wirksam waren und aktiv waren. Und dann ist einfach die große Frage, wie ging es weiter? Sie wurden nach wie vor verfolgt durch Rom, mussten im Untergrund sich zurückziehen. Und eine Theorie sagt eben, dass sie dann in den Bauhütten, die damals schon existierten, Anschluss gesucht und gefunden haben, die sie vielleicht sogar selbst gegründet haben. Und dahingehend gibt es eben viel Fragwürdiges an Dokumenten, die zum Beispiel Arminius Charta existieren, in jüngster Geschichte auch analysiert worden. Manche sagen, es wäre eine Fälschung, andere sagen, ja, da ist was dran, das könnte authentisch sein. Letztlich ist das alles eine Sache, wo der Mythos unser heutiges Logenleben einfach befruchtet, unsere Rituale befruchtet und vor allen Dingen das, was wir am Ende des Tages machen, nämlich uns mit Ethik, mit Moral, mit Werten und Persönlichkeitswachstum zu beschäftigen. Ja, die Freimaurerei gibt viele Werte an die Hand und es wäre vermessen zu sagen, dass man alle als Freimaurer beherrscht. Ich denke tatsächlich, dass es eine Lebensaufgabe ist, aber in den letzten 8 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, habe ich für mich ganz klar gemerkt, dass ich besser Prioritäten setzen kann, dass ich auch in kontroversen Situationen die Möglichkeit habe, anderen zuzuhören, auch wenn sie etwas sagen, was ich nicht unterstütze. Und einfach diese Toleranz gegenüber anderen Meinungen zu entwickeln. Auf der anderen Seite ist auch eine gewisse Rhetorikfähigkeit wichtig, die man auch lernt zu entwickeln, im Rahmen von Zeichnungen, von Diskussionen, eben dieser Mix aus Zuhören und dann auch selbst aktiv werden und interagieren mit den Brüdern. Und aufgrund der Vielfalt, die wir in der Loge haben im besten Fall, lernt der Mensch, lerne ich da sehr viel und möchte es auch nicht missen. Nun, was ist kritisch in der Freimaurerei? Heutzutage ist es sicherlich eine Frage der sogenannten Regularität. Also, welche alten Pflichten haben wir uns damals 1723 durch Anderson gegeben und was davon ist heute übrig? Was davon sollte vielleicht zeitgemäß interpretiert werden? Das sind Debatten, die vielleicht noch konkreter geführt werden könnten auf großer Ebene. Zum Beispiel gibt es die Frage nach der Atheismusfrage. Also sprich, kann auch jemand, der nicht an ein höheres Wesen glaubt, was ja in den alten Pflichten steht, Freimaurer werden? Ich persönlich denke tatsächlich, dass Freimaurerei ohne diesen Aspekt zwar auf diesseitiger Ebene funktioniert, aber wenn sie diesen Spagat zwischen spirituellen und materiellen Themen schaffen will, was sie ja den Anspruch hat, das sieht man an unseren Symbolen, dann kommen wir an der
an der Frage nach dem großen Baumeister aller Welten nicht vorbei. Und wer den nicht akzeptiert, ich denke, der kann zumindest kein vollständiger Freimaurer werden, ohne mich darüber erheben zu wollen. Es gibt den Grand Orion von Frankreich in dem Fall, der eben auch Atheisten aufnimmt. Es gab in der Vergangenheit da Verwerfungen mit London, die ja die Regeln machen für die Weltbruderkette, die Großloge von London, von England. Und ja, da würde ich mir mehr Debatten zu wünschen, denn aktuell ist es auch in Deutschland mitunter so, dass Atheisten anfragen, mitunter aufgenommen werden, aber man sich fragen muss, ob das im Sinne des ursprünglichen Gedankens ist. Das würde ich zum einen dazu sagen. Darin möchte ich noch ergänzen, dass die Freimaurerei auch natürlich mit den Herausforderungen der aktuellen Zeit konfrontiert ist. Wir bewegen uns mittlerweile auch verstärkt in sozialen Netzwerken, in internen Gruppen, aber auch öffentlich, auf Facebook, auf Instagram, Xing, LinkedIn und Co. Und es ist dann eben der Nachteil, der uns in der Loge zum Glück nicht passiert, dass wir das Gegenüber nicht mehr sehen. In der Loge sehen wir uns in die Augen, wir können Mimik und Gestik und Intonation alles mit in unsere Betrachtung einfließen lassen und die Wahrnehmung des Bruders. Das fällt alles weg im virtuellen Raum und ich beobachte, dass es damit unter auch Erscheinungsbilder von Freimaurern gibt und Freimaurerinnen, wo man im persönlichen Gespräch mehr Nähe entstehen lassen könnte, als sie auf dieser Distanzebene entsteht. Das kann zu Verwerfungen führen, die nicht im Sinne unseres Bundes sind. Wir sind aktuell in unserem Netzwerk U33 um die 170 Brüder. Das ist einer der positiven Aspekte von Facebook. Man kann sich da gut vernetzen in Gruppen. Der Hintergrund von U33, wir hatten uns 2016 in Göttingen zum ersten Mal getroffen, ist es einfach, dass man die jüngeren Freimaurer auch miteinander in Kontakt bringt. Es ist meistens so, dass man in der eigenen Loge einer von wenigen ist, die eben unter 33 Jahre alt sind. Und ja, so haben wir die Gelegenheit, uns im Rahmen von interessanten Ritualveranstaltungen überregional zu treffen und dadurch auch ein Netzwerk aufzubauen, was die nächsten Jahrzehnte höchstwahrscheinlich sogar Bestand haben wird. Bis ihr alle über 33 seid. Bis wir dann alle über 33 sind. Genau. Aber der Grundgedanke, denke ich, ist ähnlich wie in England, dass man eben auch Leute, die außerhalb von Freimaurerei noch miteinander Themen teilen, auch miteinander an den Tisch bringt oder eben ins Ritual. Ich selbst war ja 5 Jahre Suchender, bevor ich aufgenommen wurde, weil ich einfach sehr jung war. Im Alter von 17 Jahren hatte ich meinen ersten Gästeabend besucht und mit 22 Jahren wurde ich dann aufgenommen. In dieser Zeit habe ich relativ viel gelesen, aber keine Rituale gelesen, die ja auch frei zugänglich sind im Internet, großteils. Das hat einfach den Hintergrund, damit man sich nicht des Erlebnisses der Aufnahme in dem Fall beraubt. Und außerdem wirkt sie dann auch viel intensiver, wenn man eben nicht weiß, was passieren wird. Das ist ein Tipp, den ich geben würde, keine Rituale vorab lesen. Ein anderer Tipp wäre, wenn man die Möglichkeit in der Stadt hat und es gibt mehrere Logen, sollte man die auch alle besuchen. Denn der Spaß an der Freimaurerei steht und fällt mit den Leuten, mit denen man das Ganze gestaltet. Und jede Loge tickt ein bisschen anders. Das ist einfach mikrosoziologisch so bedingt, dass die Menschen die Loge machen und je nachdem, welche Menschen da konkret Mitglied sind, ist der Spirit dann eher intellektuell oder eher sozial ausgelassen hinsichtlich mehr was trinken, was gemeinsam unternehmen oder vielleicht ist es auch ein größeres Wertlegen auf esoterische Themen. Das ist von Loge zu Loge unterschiedlich und das sollte man sich, bevor man um Aufnahme bittet, genau angucken und auch in den Gesprächen erfragen. Ja, liebe Zuschauer, ich würde einfach euch mit auf den Weg geben, dass es eine gute Sache ist, dass ihr euch solche Videos von Ivan und anderen Filmemachern anschaut, dass ihr euch weiterbildet, bleibt mit eurem Kopf immer auf Kurs, schaut euch Dinge an, schaut um euch, schaut über euch, schaut aber vor allem in euch. Denn ich denke, dass die Geheimnisse, von denen so viel geredet wird, die wirklich großen Geheimnisse findet man in sich selbst. Ich denke, Freimaurerei hat auf psychologischer, tiefenpsychologischer Ebene eine Menge zu bieten. Und auf diesem Weg, der wahrscheinlich nie vorbei ist, kann man nie früh genug anfangen und auf der anderen Seite auch nie genug Impulse bekommen. Deshalb ist Freimaurerei eine schöne Sache. Ob man sich dem Ganzen als Suchender, als Bruder oder einfach als Interessierter widmet, ist eigentlich ziemlich egal. Solange man mit seinem Kopf und mit seinem Herzen dabei bleibt und die hohen Ziele, die unsere Bruderschaft hat,
eben auch im Alltag lebt. Das muss man, dazu muss man kein Freimaurer sein. Das kann man als ganz normaler, guter Mensch auch tun. Aber ich sage immer, eine Kohle hört irgendwann auf zu glühen, wenn sie aus ihrer Glut genommen wird. Und für mich ist die Loge und die Bruderschaft der Glutherd, in dem ich immer wieder Feuer fangen kann. Wer das braucht, so wie ich, der soll sich das holen. Wer es nicht braucht, kann auch so ein guter Mensch sein. Das ist keine Frage. Aber ich denke, für jeden ist hier was dabei. Knowledge ist ein Inside-Job.